mit den 2 AP machst du... Achso, die Waffen. Beide Standardbewaffnung, oder? Der da hinten hat was Dickeres. Hier unten könntest du mehrmals hauen, das ist mir eigentlich... Den kannst du killen. Taste my fury. Jo. Get up! Und ja, krieg ich jetzt gut Wasser. Steht da noch auf dem Stein drauf. Ja. Das ist aber nur für dich, das kannst du nicht auf andere machen, ne? Nee. Uff. Nee, macht gar nichts. Okay, dann Overwatch, falls da jemand durchgelaufen kommt. Dich. Ist noch okay. Auf anderen? Okay. Ja, der Medic ist in Sicherheit. Das sollte passen. Der brennt. Schön aufgeteilter Schaden. So, was haben wir noch? Da hinten ist ein Trupp. Der ist relativ weit weg. Das ist Suppression Fire. Sollte also jemand anders machen. Kannst du nachladen, ja. Kann irgendwie den kostenlos heilen? Kann sie selber kostenlos heilen, oder? Der andere hat seinen Schild ja schon verbraucht. Dann jetzt. Darauf schießen. Leider hat die Reichweite nicht gereicht, um den hinten auszuschalten. Okay. Kommst du bis ganz an den ran? Nein. Kommst nur bis an den ran. Was haben wir hier noch? Mehr AP. Dicke. Kannst aber hier reinlaufen. Ja. Die kleine Pistole, die hat. Richtig, da jetzt regulär heilen. Dann bist du wieder ganz fit. Der andere kann. Hat auch noch ein AP, oder? Ein AP, ja, und bleibst weiter auf deinem Stein stehen. Ganz hoch geheilt. Ja, dich würde ich jetzt ungern nochmal vorstimmen lassen. Ich glaube, ich mache das so. Du bekommst jetzt 2 AP extra. Damit kannst du komplett... Was?
Er mag es wohl nicht, irgendwie so weit zu sprinten. Das heißt, wir töten jetzt den. Und gehen. Ah, und gehen dann an den Rand. Schade, das geht auf. Ja, nee, dann vielleicht so. Zwei WP. Keiner über. Oh, Schild. Kannst du mit dem Schild ranlaufen, um zu sterben? Das Feuer? Achso, das Overwatch-Feuer von dem meint er vielleicht. Ich weiß nicht. Okay. Schießt du wieder auf den Medic da oben? Ach, woher sie war? Die sind alle viel zu weit weg für alles. Unleash me. Okay, fit, der da muss geheilt werden. Wir kommen aber nicht schnell genug ran, das heißt Heilung muss warten. Kill den. Danach kommst du dem Medic entgegen. Heilung auf dich. Und jetzt müssen wir noch dem Trupp hier hinten entgegengehen. Der hat sich nicht wirklich bewegt. Das ist ein bisschen kurios, ist so, aber na gut. Aber wir haben auf jeden Fall eine Saat, eine Woge gleich. My blade is ever ready. I am with you. Warte, kannst du dir noch heilen? Jo. Weiter. Und er hängt hinterher. Was ist dann halt so? Wo gemacht? Minus ein Max LP. Ja gut, besser als extra Portal oder ähnliches. Wobei das auch immer mehr Erfahrungspunkte bedeutet, also. Ja. So schlimm ist das Chaos schon nicht. Es bringt uns Vorteile. Das sollte man nicht zu laut sagen in der Nähe von den Jungs hier, hä? Vermisst die Teleporter ein wenig. Also gerade eben, als so viel Overwatch da war. Hätte man das echt gut gebrauchen können. Einfach kurz hinter teleportieren, schön kritten, weil der Gegner nicht weiß, wo man da ist. Overwatch aufheben, Gegner meistens töten. Hinter der Tür, ne? Und geht in die Richtung, ja. Okay. Vor. Es sind ein paar mehr. Wir haben keine Granaten mehr. Oh, willst du gleich durchschnetzeln, ne? Provozieren. Standing ready. Wir haben, ja, nicht wirklich viel Gutes für Flächenschaden. Wir können die erstmal kommen lassen, eine Runde.
die nicht auf Null runter. Wir müssen schon einen haben. Ein Punkt. At your service. So, Hassdeckung, Hassterminierte Rüstung. Ziel dahin, wenn sie rauskommen. Ich weiß nicht, ob die Tür aufspringen können, aber ich gehe irgendwie davon aus. Also, Feuerschutz in die Richtung. Du, halbe Deckung. Dich. Geht das da hoch? Ja, so halbwegs. Okay, mal gucken. Alle gebufft. Und Ritual anfangen. Das ist ein Explodierer. Alles leer geschossen. Ach, gar nichts, ne? Ah, doch, doch, doch. Macht immer mehr. Ist irgendjemand angeschlagen, dass er einen Metzschädel braucht? Nee, das geht noch. Wir haben keine Strutter Games mehr übrig. Nein. Dann töten. Wir müssen eigentlich ihn töten. Aber das muss wohl mehr Schaden. Immer noch nicht genug WP. Done, my brothers. However, the Blade God's minions converge on your location. Hold your ground until the Dominus can teleport you from the surface. Zwei Portale. Wir müssen drei Runden aushalten. Ah, das wird nicht gut. Genauso wenig wie die Explosion gleich. Kurz abbrechen. Du hast viel zu viel um dich rum. So, das ist richtig viel Schild. Dann standing ready. Geht. Okay, du frisst jetzt Schaden von der Explosion. Versorgt, aber er hat voller AP, das ist okay. My fury. Und er macht dich zornig? Nein, tötet. Gib den. Du bist Sakrament, die Warp-Organzeige geht davon ab, bis dann. Deaktivierten Nahkampf. So geht er, kann heilen und schießen. Jetzt kommt er raus. Ein Kultist. Ein Kultist ist okay.
Nicht schön, aber okay. Und da. Marines. Einer mit einem Seuchenwerfer. Und die Woge gemacht. Einer seiner Ritter hat 3 Züge lang humpeln. Ja, er ist wieder umzingelt. I am the Emperor's Fury. No match for the Emperor's Chosen. Mehr Schaden. Warum können wir den nicht hinrichten? Da wurde schon so oft niedergeschlagen. Läutern. Wir könnten von ihm das Humpeln wegnehmen. Ich würde ganz gerne von den Marines weg und eher in Richtung Kultisten. Heißt, wir gehen hier hin, schießen dich kaputt, zünden die beiden an. Und dann... Ich denke, das bringt nichts. Wen haben wir noch? Du hast noch 3 AP. Kannst du dir beim anderen 2 AP geben? My blade is yours. Dann gib doch ihm. Wähle einen Ritter innerhalb deiner beliebigen Reichweite, erlangt plus 2 AP. Und so braucht nur einer. Also er kann danach immer noch 2 AP benutzen. Gut, dann benutze es auf ihn. Dann können wir uns nämlich alle von hier zurückziehen. Richtig. Du kannst auch runter. Was ist mit dir da oben? Du auch. Wir sind jetzt komplett offen in die Richtung der Marines. Also er könnte hier hingegen gehen und mit seinem Stab schießen, dann tötet er niemanden. Und die Marines müssten komplett sprinten, bevor sie irgendwas machen können. Also es sollte okay sein. Heil dich mal selber. Es ist ein Ticken unangenehm mit denen da. Und Overwatch würde eh nicht so viel machen. Ich denke nicht, dass die Kultisten in den Nahkampf stürmen werden jetzt. Ja, ja, ist okay. Oh. Ich habe mich geirrt. Du hast gedacht. Eat this. Taste to death. Was das? Achso. Try harder, whelp. Seabolt. Bitte keinen Flächenangriff noch machen können, bitte noch. Okay. Also sie mussten wirklich sprinten. Alles gut. Diese Runde nur noch durchhalten. Entsprechend. Heil dich. Möglichst viele Gegner mitnehmen, ne?
denke, das ist ganz im Sinne des Imperators. Und unsere 6 Pools. Den kriegen wir nicht geknackt. Dich bleibt jetzt noch. Der Seuchenwerfer wird 2 von uns erwischen, wenn er sich richtig hinstellt. Gehen wir wenigstens in Deckung, heil dich selbst. Pure among impurity. Kannst nicht overwatchen. Kannst sie selber schützen. Du auch? Du auch. Na, was machst du? Bereite das nächste Ritual vor. Gesessen, ist okay. Und raus, 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 raus. Jo, Sieg. Sehr schön. Also, es war okay. Und ich denke, es war eine gute Entscheidung, nicht die extra Aufgabe zu nehmen. Weil ohne Einsatz von PP wäre bestimmt einer in die Knie gegangen. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Unser Schiff sieht echt nicht gut aus. Ja, wollten wir sind hoffentlich bald durch. Dass wir nicht durch irgendeinen Freak-Accident dann zerlegt werden. Plus 2 Punkte, fortfahren. So, wir sollten darauf achten, vielleicht einen weiteren Ritter mitzunehmen, war die Aussage. Das wäre ein Purgator. Stufe 3. Für einen Punkt nehmen wir den mit. Die ganzen Waffen sind immer so, ne? Kram. Heiliger Weihrauch. Dieser Ritter erlangt Max WP 4 Stück. Dafür hat er halt keine Granate oder Metzschädel oder ähnliches. Bin ich mir nicht sicher. Eine zweite Terminator-Rüstung wäre nett. Und es ist Rang 3. Das sind echt gute Verbesserungen. Das. Wir bräuchten. Was war das? 10 Punkte, um einen so einen Rang zu erhöhen? Aber bei der nächsten Mission kriegen wir bestimmt 2 Punkte und Bonusaufgabe dann nochmal mehr. Ja, wir haben jetzt schon einmal keine Bonusaufgabe mitgemacht. Vielleicht ist die nächste Mission auch doof. Ja, komm. Plus 2 EP, plus eine Rüstung nochmal oben drauf und mehr Resistenzen. Ich will die haben. Komm. So. Wunden, Wunden. Aufstufung. Was haben wir da Schönes? Du bist Tank. Mit Terminator-Rüstung. Richtig. Du könntest mehr LP bekommen. Das klingt sehr gut. Wähle einen Ritter innerhalb einer beliebigen Reichweite, erlangt 1 AP. Das müssen wir weiter ausbauen. Wir haben hier oben das mit dem Zornig. Dieser Ritter erlangt plus 1 Nutzung pro Zug für alle seine automatischen Fähigkeiten. Oder diese Fähigkeit gewährt mehr Bereich. Oh, die betroffenen Ziele greifen ihre Verbündeten zufällig an. Klingt alles praktisch, aber was haben wir sonst so? Greife ein angrenzendes Ziel an und verursache 4 Schaden. Plus 105% Crit.
Hammerhanddisziplin. Plus ein Crit-Schaden und Blutung werden verursacht. Nee, nicht Fernkampf. Was für automatischen Fähigkeiten hast du denn noch so? Hier unten wäre halt noch ein weiterer Ausrüstungsslot. Das wäre schon echt nice. Und halt, dass wir 1 AP eintauschen können von dem Charakter und 2 AP dem anderen geben können, ist mächtig. Ja, gehen wir hier unten weiter. Bestätigen. Jo, 18 Tage Verwundung ist okay. Apothekarius befördern. Du hast mehr Slots, mehr Schädel, mehr alles. Mehr WP, mehr Heilung ging so. Eine Terminator-Rüstung anlegen können. Ja, komm. Bestätigen. Wir brauchen mehr Leute in Terminator-Rüstung. Wir brauchen alle in Terminator-Rüstung. Das hat keinen Nachteil, oder? Also, ja. Armes Schiff. Wie viele Tage haben wir noch? Fünf Tage. Und wir sind jetzt auf dem Weg weiter nach da unten. Ja, das Weltenschiff, das muss warten. Gehen wir... flieg erstmal nur darüber. Nicht, dass da noch irgendwelche Schiffe im Orbit sind, die uns dann gefährlich werden könnten. Das hatten wir bisher nicht. Wir hatten es... Okay, wir hatten es jetzt einmal mit dieser Mutation. Aber das war auch in dem Warpsturm. Das ging viel zu schnell. Na gut, gehen wir weiter. Schiffsprojekt abgeschlossen. Augmentationskammer 1. Die anfänglichen Arbeiten an der Augmentationskammer sind abgeschlossen. Die Mechandriten der Kammer sind einsatzbereit und die neural lobotomisierenden Spuren arbeiten mit einer gerade akzeptablen Effizienz von 58%. Du erhältst alle 10 Tage einen Servitor. Das ist gut. Wie sind mit den Apparaturen anscheinend auch durch? Nein. Hä? Max Rumpfstabilität wiederherstellen. 9. Achso, das andere war die... das war das Ding davor noch. Ja, nicht gut. Forschung ist immer noch dabei. Es sind 2 Tagen durch. Und danach wollten wir halt erforschen, dass wir noch einen weiteren Stratagem einsetzen können. Aber da wird sie sich bestimmt gleich melden. Nee, dann flieg mal weiter. Da, Forschung durch. Im Kern geht es bei der Teleportation darum, in den Warp hinein und wieder hinauszukommen, was im Prinzip auch ohne einen persönlichen Teleporter möglich ist. Solche Taktiken gelten normalerweise als zu riskant ohne ein Gerät, das als Signalfeuer im Äther fungiert. Aber ich kann jetzt den eigenen Teleporter der Edikt so steuern, dass er ein temporäres Signal erzeugt, wo immer sie gebraucht wird. Das klingt sehr mächtig. Plus ein Gefechtsoptionsslot. 22 Tage. Das braucht eine Weile. Und ja, plus ein WP bei jeder Warpwoge ist auch... Ja, ja, komm, forschen. Wissen ist Macht und so. Weiter.